Dann würde ich sagen, geht es auch gleich hier mal wieder weiter und zwar mit dem nächsten Produkt und zwar ein Schutzcase für eure Insta360. Wird auch ganz normal angeboten in der 360 Store. Werde ich auch hier wieder unten verlinken. Ziemlich groß die Tasche, sollte aber auch in unserem Fall sehr viel hinein. Hier ist schon mal ein bisschen signalisiert, was ihr das Ganze eben halt hier hineingeben könnt. Ich werde das mal kurz hier auf die Seite legen und dann würde ich einmal sagen, fangen wir hier einfach mal stinknormal damit an, um wirklich alles unterzukriegen. Einmal natürlich die Insta360, hier einmal der passende Adapter dabei. Weiters geht, wir schauen uns mal kurz den Zettel an. Und zwar kommt der Teil dann, ja, lass mich mal überlegen, hier hinein. Also hier passt der Teil hinein. Weiters dann einmal gucken. Hier einmal der Adapter. Das Ladekabel stecken wir halt eben jetzt einmal bei uns eben oben rein. Haben wir noch so ein kleines Chemiesackerl. Brauchen wir in unserem Fall ja hoffentlich nicht. So, jetzt aber. Das können wir hier oben reingeben. Hier haben wir noch einmal einen Adapter. Den Adapter rein. Weiters haben wir natürlich noch die Batterie. Die lässt sich auch hier hineinstellen. Könnte man auch sogar noch eine zweite Batterie nehmen. Also werden wir das mal kurz vom vorigen rausgeben. Einmal so. Und einmal so. So, Batterie sind auch drinnen. Der Schuhadapter ist hier drinnen. Und dann, ja, den Adapter, das ist der einzige, den ich nicht habe und auch wahrscheinlich nicht brauchen werde. Aber für das ist es im Endeffekt gedacht, dass ihr halt hier ein bisschen Zubehör hineinbringt, dass ihr auch hier definitiv noch ein paar Kleinigkeiten mit dazugeben könnt. Ihr könnt es aber auch zum Beispiel so machen, dass ihr auf der Unterseite von der Kamera auch hier das einfach mal drauf lasst, um das nicht immer runterzugeben. Also auch hier ganz simpel gelöst, zack. Und hier kann es auch natürlich mit dem passenden Schuh hineingegeben werden. Wie schon gesagt, sehr schade, dass hier dieses Teil jetzt nicht wirklich passt. Das würde ich dann wahrscheinlich oben hineingeben. Und somit habt ihr sehr viele Sachen benannt. Macht das Ganze zu und könnt das Ganze unbeschädigt einfach überall mitnehmen. Ich habe jetzt wieder alles draußen. Dann würde ich sagen, das war's wieder mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich muss ehrlich sagen, das Case wirkt sehr cool. Ja, halbwegs robust, ist aber verdammt groß, sehr unhandlich. Und wie schon gesagt, es passt hier leider nicht alles hinein. Halt eben so Kleinigkeiten passen nicht hinein. Das Ladekabel kann man natürlich oben hingeben, aber ich würde mir das da oben nicht vollfüllen mit drei verschiedenen Akkus und, und. Also wer würde das im Endeffekt brauchen? Und das ist eine gute Frage. Für mich lohnt sich das definitiv nicht. Also absolut gutes Produkt, aber halt eben für meine Einsatzzwecke einfach viel zu klobig und ich kriege halt einfach mein ganzes Zubehör, so wie zum Beispiel hier, gar nicht unter.